Bartscherer, wie fühlen Sie sich? Ja, sehr gut. Sehr gut. Und eine schöne Überraschung, ne? Also mehr als eine Überraschung. Und überwältigend. Überwältigend, ja. Sehr ja. schön. Ja. Tolle Bilder, die Sie gemalt haben. Und jetzt gehen wir uns die Bilder alle noch anschauen. Das ist gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. Und Sie kommen bei mir in den Blog rein. Hochautologen.de, da könnt ihr noch ein bisschen mehr erfahren über Wilfried Bartscherer. Ja, nicht so, also der Herr Brune ist ja derjenige, der die Zahlen ausgemalt hat. Da hat er mit angefangen, aber dann eben Jahrzehnte nicht weitergemacht. Und als er mit 49 arbeitslos wurde, was natürlich ein blödes Jahr war, ein blödes Alter war, um arbeitslos zu werden, da hat meine Mutter ihn in der Volkshochschule angemeldet, in einem Kurs. Und seitdem hat er sich immer weitergebildet. Also er hat über 30 Jahre immer weiter gelernt, Kurse mitgemacht, ist dann auch der Kunstgemeinschaft beigetreten. Und auch die fordern natürlich spezielle Themenausstellungen. Dazu musste er dann auch Bilder machen. Und wie zum Beispiel zur Industriekultur oder so. Das zweite Bild von rechts ist zum Beispiel daraus entstanden. Und er hat mehrere Bilder noch gemalt jetzt hier in Bezug auf Industriekultur, zum Beispiel eins, wo er dann so den Metro Rapid quasi durchs Ruhrgebiet geschickt hat, für die in die Zukunft. Das haben wir jetzt nicht mitgebracht, weil das Format sehr groß ist. Ja, du hast immer nach Abbildung gemalt oder nach eigenen Fotos. Ja. Ja. Also so spontan sich irgendwo hinzustellen und zu malen, ist mir immer schwer gefallen. Ich glaube, was ich sehe. Ich muss, was ich male, muss ich sehen. Genau. Ja, ich kann nichts aus dem Kopf malen. Aber du hast eine sehr große Bandbreite. Ne? Also er hat viel Jungenbilder gemalt. Ich kann alles umändern und alles mal anders machen. Aber ich muss erstmal einen Grund haben, das Grundbild sehen, überhaupt um was es geht. Ja. Und dadurch, dass er so variantenreich gemalt hat, also Landschaften und wirklich Bilder, die auch ankommen bei den Menschen, konnte er sich das Malen wirklich von den Erlösen seiner Verkäufe leisten. Ja. Ne? Also meine Mutter hat sich darauf angelegt, die richtigen Rahmen zum Bild zu finden. Und auch Rahmen kosten ja Geld. Und er hatte den Zuspruch, sodass er immer aus seinen Erlösen wieder die Farben und auch die Rahmen und die Leinwände kaufen konnte. Und er hat jahrelang auch Unterricht vom Heinz Voss bekommen, also hier in Bottrop ja sehr anerkannter Künstler, sodass sich auch seine Vorskizzierungen sehr verfeinert haben. Und es war ihm immer wichtig, variantenreich zu malen und breit gefächert zu malen. Ich habe 200 Bilder gemalt. Über 200 Bilder. Ja, die habe ich alle fotografiert ja. und nachgemalt. Aber immer verändert. Immer verändert. Und auch Kandinsky und Macke nachgemalt, aber immer so, dass man erkennen konnte, es ist halt keine Fälschung oder sowas, sondern mit seiner Sichtweise halt gemalt. Die Farben verändert, die Konturen verändert. Das ist eine eigene Interpretation. Ja. Genau. Und als es jetzt anstand, dass es zu Hause alleine nicht mehr möglich war zu wohnen, dann hatten wir noch 93 Ölbilder und ich habe gesagt, was mache ich mit den 93 Ölbildern? Und wir haben die Wohnung halb leer geräumt und dann hatte ich in jedem Raum thematisch die Bilder sortiert und in jedem Raum hatten wir eben ein anderes Thema und eine Wohnungsausstellung, eine Finissage sozusagen. Und ich habe gedacht, vielleicht kriegt man ja dann so 3 bis 5 Bilder noch verkauft. Es waren über 23 Bilder, die wir auch bekommen haben. Und das Schöne war dann, dass als ich der Frau Werner das erzählt habe, sie gesagt hat, ja, wir können hier, wir haben auch noch viele leere Wände, wir können hier auch noch einiges hängen. Und dann habe ich genau wie jetzt auch im Prinzip alle restlichen Bilder hier aufgestellt und sie sagt, das hängen wir dahin, das hängen wir dahin, das hängen wir dahin. Und die hängen jetzt als Dauerleihgabe quasi hier in der ersten Etage. Zum Lebenslauf gibt es diese Darstellung dort, die auch in der Zeitschrift, es gibt ja eine hauseigene Zeitschrift, und hier ist er zu sehen vor diesen Bildern in der Wohnungsausstellung. Und da war er sehr überwältigt und hat da gesessen und war sich gar nicht bewusst, dass er das alles geschafft hat und wie er das schaffen konnte. Weil die Fertigkeit, die hat sich jetzt leider verloren, das traut er sich auch nicht mehr zu. Aber umso mehr genießt er es natürlich, wenn er jetzt noch Aufmerksamkeit dazu bekommt.
Und wie der Herr Brune sagte, Sie haben das geregelt mit der Frau Werner, wir dürfen auch in die erste Etage, sodass Sie da auch an den Wänden sehen, wie es gehängt worden ist. Der Herr Heinz Rühmann zum Beispiel, rechts und links flankiert von netten jungen Mädels. Das hätte ihm bestimmt sehr gut gefallen. Mit Sicherheit. Und er wird Aufhänger sein beim Podcast über Heinz Rühmann. Also von daher haben wir die Genehmigung, dass Sie da oben auch durchgehen dürfen. Vielen Dank für Ihr Interesse und ja, wir hoffen, dass Ihnen der Anblick auch was bringt und Sie erfreut. Und das schönste Geschenk ist einfach für meinen Vater, dass er diese Wertschätzung von Ihnen bekommt. Das freut mich am meisten. Meine Bilder gefallen. Für mich ganz wichtig. Wir haben hier Bücher ausgelegt und noch andere Bilder, die auch schon verkauft sind, noch zu sehen sind. Das Buch auch. Mich interessiert einfach dieser Beweggrund. Was hast du gefühlt? Wie kam es dazu? Wenn ich ein Bild sehe, dann geht bei mir im Kopf ein Kreislauf rund und der überlegt dann, was kannst du aus dem Bild machen? Wie kannst du das selbst gestalten nach deiner Ansicht? Mhm. Ja? Und dann nehme ich mir das Bild vor und es wird verändert, es wird nicht mal das dann ganz anders oder zum Teil anders. Ja? Aber mir machen die Farben nichts aus. Ja? Ja. Ich habe meine Farben vor mir mit Pinseln und dann gehe ich ran. Okay. Ja? Nur das Motiv bleibt, ne? Es gibt noch eine schöne Geschichte zum Beispiel von der Wohnungsausstellung. Es gibt dieses Bild, das ja ein sehr spezielles ist. Das hat er im Auftrag der Kunstgemeinschaft gemalt. Da war es auch im Rahmen der Industriekultur. Und ich weiß nicht, ob Sie es so jetzt erkennen können. Das ist quasi gemalt aus diesen Röhren, den Hotelröhren am Bernepark. Ach so. Man schaut quasi auf diese Kläranlage und auf die Gaststätte am Bernepark. Und das hat so ein Format. Und als ich die Wohnungsausstellung machte, habe ich gesagt, ja, das ist das Bild, was wir auf jeden Fall nicht verkaufen werden, weil das ist so speziell. Vielleicht diene ich das der Gaststätte mal an. Und dann kam eine Freundin nach der eigentlichen Finissage, hat das gesehen, habe ich gesagt, weißt du, wo das ist? Dann sagte er, ja klar, weißt du, wo das ist? Das ist der Bernepark. Da hat meine Nichte geheiratet. Und stell dir vor, die haben sogar in dieser Röhre ihre Hochzeitsnacht verbracht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das letztes Jahr so war, dann könntest du ihr das vielleicht als Hochzeitspass nachgeschenkt noch mitnehmen. Dann sagst du, nee, das war nicht letztes Jahr, das war schon vor 10 Jahren. Und dann waren sie unentschlossen, ob sie ihr das schenken sollten. Und der Mann nimmt das hoch und sagt auf einmal, wir müssen ihr das schenken. Aber sie brauchen gar nichts. Mein Vater hat das immer so gemacht, wenn jemand ein Bild wollte. Er hat das mit nach Hause gegeben und nach einer Woche oder zwei. Man muss erst mit dem Bild leben und gucken, welcher Platz sich dafür findet. Also ihr müsst gar nichts nehmen. Dann sagt er, doch, wir müssen das nehmen. Guck mal, wann das gemalt ist. Und da war das genau 2014 gemalt, in dem Jahr, als sie dort geheiratet waren. Also und solche schönen Erlebnisse habe ich mit der Ausstellung also mehrere gehabt. Und das ist natürlich dann besonders toll. Ne? Sie haben es genommen und ich weiß gar nicht, ob sie es geschenkt haben oder ob sie es bei sich selber aufgehört haben. Ich freue mich über so viel Anerkennung für meine Bilder da ist. Und ich danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind. Bravo. Und das ist gleichzeitig die Feelingste, gerade da nimmt der Gardasee. Erstens geht es um die Orientierung. Wenn der Gardasee kommt, hier wohne ich. Und zum anderen geht er an seinen Bildern, hat er mir erzählt, vorbei, ach, ihr seid auch jetzt hier, das ist ja schön. Ja, und dann ist einfach, da geht einem das Herz aus. Ne? Dafür braucht man ja auch eine andere Form von Platz, wenn man sowas dann auch in Szene setzt. Man kann das auch kuratieren und auch entsprechend hin für eine Weile und so weiter. Bedarf natürlich auch bezogen auf der Einrichtung vielleicht Vorgegebenheiten im Sinne von Leisten, Seile und so weiter. Die sind ja hier klassisch. Und auch die Bereitschaft. Und die Bereitschaft, ganz klar. Ne? Aber wenn sowas Schule macht und wir werden es ja publizieren, kann das sein, dass natürlich der eine oder andere sagt, oh, das ist aber interessant. Schön, genau.
Und ich kann Künstler ist hier, live vor Ort. Hier sind seine Bilder, weil wir wissen alle, wir leben ja nicht ewig. Und dann kann man nicht mehr mit dem jeweiligen und mit der jeweiligen Künstler, Künstlerin sprechen, um vielleicht nochmal das eine oder andere zu erfahren. Das verbindet ja. Und jedes einzelne Bild ist auch von Wilfried ein Stück von dir. Genau. Das ist ja das, was wir ja betrachten. Ich könnte dir heute noch jeden Pinselstrich erklären, ja. Wann ich den gemacht habe. Also nicht täglich oder Dings, aber wie ich den gemacht habe. Ja. Bei jedem Bild. Das ist hier im Kopf. Ich weiß genau, wann ich da die Rose gemalt habe, da bei den Römern. Ich weiß, wann ich hier bei der Dame den Rock gemalt habe. Und wir sind ja damit groß geworden. Ne? Also das heißt, die Bilder haben mich auch Jahrzehnte begleitet. Und auch die Diskussion zwischen meinen Eltern, meinem Mutter und Vater, das ist nicht so schön, das ist nicht so schön. Und dann muss ich immer sagen, das ist künstlerische Freiheit, Mutter. Es geht nicht nach deinem Empfinden, sondern der Künstler will das so. Ne? 40 Jahre. Du hast quasi ein Stück zu Hause wieder hierher mitgenommen. Genau. Und so wächst das. Wenn du morgens durch den Flur gehst, in den großen Saal und so weiter, dann begegnest du immer wieder deinen Bildern. Das ist ja wie deine Kinder. Auch in seinem Zimmer. Er hat alleine 7 oder 8 von den großen Bildern in seinem Zimmer noch hängen. Und das ist natürlich dann jetzt leichter sein Zuhause geworden. 10 sogar. 10 Bilder im Zimmer. Wenn ich dazu sagen will, ja, eine ganz besondere Atmosphäre. Ganz einladende Stimmung, die du hier erzeugst für uns. Vielleicht passiert das auch alles zusammen mit uns in dem Zusammenhang, aber ich finde es einfach absolut große Klasse, dass die Überraschung gelungen ist, einmal mehr gesagt. Ich kann da nicht zugeben. Bravo. Von Dealer. Von Dealer und Co. war ich Zentraleinkäufer. Ah, okay. Da musst du natürlich mal reisen, um die Sachen zusammenzubringen. Die haben ja etliche Filialen gehabt. An der Hansastraße gab es da auch einen. Seitdem Dealer raus war, ist da noch nie wieder was Vernünftiges entstanden. Ich war in ganz, zumindest mal nicht von Dauer, ne? Sagen wir mal so. In ganz Deutschland zum Einkaufen. Ja, ja. Und auch im Rundherum im Ausland. Ja. Mhm. Und das war meine beste Zeit, wo ich mich darum gekümmert habe. Und da hat auch keine Zeit gehabt zu malen. Ja. Ja. Full touch.